Heute gibt es brasilianische Forelle, sind zwar deutsche Forelle, aber Rezept Brasil mit Kokosnusssoße. Und die Forellen haben wir gesäubert und Salz und Pfeffer eingerieben. Gut, wie es dann jetzt weitergeht, das zeige ich euch jetzt. Wir haben jetzt Öl in die Pfanne gemacht und das Öl muss ganz heiß sein. So, wir bereiten jetzt die Kokosnusssoße vor. Wir haben jetzt da 25 Gramm Zwiebel klein geschnitten, eine Knoblauchzehe auch klein geschnitten. Haben wir jetzt alles schon fertig. Wird auch jetzt ein bisschen angebraten mit Öl. Das riecht ja schon lecker wieder. Sieht ja klasse aus. Ganz wichtig, Deckel drauf mache, dann bleiben die auch schön weich. Also erst schön groß anbraten, dann Deckel drauf mache, da bleiben sie schön weich. Geht's weiter mit der Kokosnusssoße. Zwiebeln und Knoblauch haben wir angebraten, Gemüsegewürz getrocknet. Da machen wir jetzt auch ein bisschen was dazu. Dann kommt dazu Muskatnuss, eine Prise. So, jetzt machen wir noch scharfe Paprika rein. Dazu kommt noch Knoblauch. So, meine Frau nimmt jetzt noch fette Brühe zum Geschmack noch. Da ist alles drin, da brauchen wir Käse, Salz, gar nichts mehr. Das wird dann ein bisschen verrührt. So, jetzt haben wir ein bisschen Knoblauchbutter. Das machen wir für den Geschmack noch ein bisschen hinzu. Gibt einen guten Geschmack. Ich war jetzt da noch draußen, habe noch ein bisschen Peterling geholt, ganz frisch aus dem Garten. Kommt jetzt dann auch noch ein bisschen dazu. Jetzt kommen die Fisch da rein. Die sind jetzt soweit fertig gebraten. Die sind lecker, die könnten wir jetzt auch so essen. Aber heute machen wir ja einen Fisch mit Kokosnusssoße. Sind die lecker aus. Und die kommen jetzt da mit rein. Größerer Topf wäre auch gut gewesen, die sind ein bisschen groß. So, die Forellen sind jetzt soweit fertig. Wir machen jetzt nochmal einen Deckel drauf und lassen das mal noch 3 Minuten durchziehen. Das ist jetzt Forelle mit Kokosnussmilch. Man kann auch Kartoffeln dazu machen oder Nudeln. Ja, so sehen sie nun aus. Das muss ich euch jetzt dann doch nochmal das zeigen. Es gibt lecker leckerli Forelle. Und es riecht. Kartoffeln Bratenschall. Ja, die Kartoffeln sind jetzt auch gut. So, so sehen unsere Forellchen jetzt aus. Super lecker. Noch lecker süß hier. Ich habe schon mal gekostet, das schmeckt so lecker. Wenn es so warm ist, ist es das richtige Essen. Schön leckere Sauce dabei. Da braucht man eigentlich nichts dazu.